und herzlich willkommen zurück zu Ark. Ark! Ark! Alter, ja, ist schon wieder ganz schön arg, was los? ja. Ihr Revano wieder am Start und ich bin natürlich wieder der Onkel, der ich eigentlich immer bin. Und heute werden wir endlich mal dahin laufen. Ja, dann lass uns schon mal in die Richtung latschen. Sonst, ich habe so das Gefühl, sonst stirbst du gleich, weil der Triceratops sich auf dich setzt. Aber lass uns gemütlich laufen. Wenn wir rennen, haben wir gleich Hunger, Durst und Sterben. Ich bleib beim Wasser. Bada? Weil wenn du nämlich so am Wasser bleibst, kommt man nämlich auch zu dem Wasserfall. Da wollte man ja eigentlich auch mal hin. Haben wir gleich bloß zwei. Problem ist, dass es da viele, viele böse Viecher gibt. Haben wir aber gleich zwei Sachen erledigt. Wasserfall und Gebäude. Kletter nicht so hoch, du stirbst sonst. Zum Glück bin ich geklettert, habe ich jetzt entdeckt, dass da dort ein scheiß Para ist, Pornosaurus. Ja, die sind aber lieb, Mann. Nee, ich meine diese, wie heißen die denn? Karnosaurus? Nein, Karnosaurus hier unten. Nee, wie heißen die Viecher denn? Was ist denn los mit dir? Nee, ist schon okay, es war bloß ist Tyrannosaurus. ja, es war nur der T-Rex, kein Problem. Ey, hier ist ein fetter Fisch. Ja, musst du mal draufhauen, dann öffnet sich dann so ein Fangmenü. Musst du mal töten, das Vieh. Triceratops ist das da hinten. Mensch, du. Du sollst den Fisch fangen, du. Nee, wir wollen jetzt das Dings machen, sonst kommen wir da du wieder. Doch mal den Fisch fangen, mach doch mal. Oh, ey. Ich hab da. Willst du mal deinen Zuschauern mal was Neues zeigen können? Ja, nein, okay, ich werde einen Fisch suchen jetzt. Fisch. Ich denke, du hattest gerade einen. Ja, gerade. Aber gerade ist nicht jetzt. Und nicht schräg. Meiner Friere. Ah, da ist einer! Wie kann ich den denn fangen? Welche Waffe? Ach, einfach draufprügeln. Guck mal hier, mein Fisch. Ich kann den bestimmt einen Fisch klauen. Meiner Friere, der ist am Zappeln, der hat Angst. Ja, warum? Tötet doch mal den scheiß Fisch, Mann. Mach ich doch. Nimm mal da am besten die Picke dazu. Oh, yes. Level 27 ist der. Ja, er ist tot. Wow! Ist ein richtiges Menü. Domestica Wild. Bla bla bla. Blub blub. Was kann ich jetzt hier machen? Ach ja, jetzt habe ich das Dosier geöffnet, ja. Okay. Schön. Cool. Und kann ich ihn ausbeuten? Ja, da kriege ich Warm Meat von 5. Cool. Okay. Boah. Meiner friert die Sau. Ich hab den Onkel verloren. Ich bin mir im Wasserfall. Okay, ich komm. Und mach. Ich seh dich. Hast einen Fisch gekillt, ne? Der ist der Killer der Fische. So, wir müssen jetzt da hoch, lieber Onkel. Ja, ich bin auch am Zittern. Wenn wir rennen, wird uns wieder warm. Na guck mal, da hinten am Wasserstellfall stehen die Viecher. Hier, guck, die Spuckdinger. Die Lophosaurus. Heute in der Stunde der Dinos, die Lophosaurier. Da links sind auch welche. Und die nehmen Kurs! Was? Renn um dein Leben! Onkel, renn so schnell du nur zittern kannst! Du bist im Felsen. Ja, ich bin im Felsen. Warum laufen wir eigentlich genau zu dem Felsen? Warum laufen wir nicht um den Felsen? Mann, ich wollte rüberhüpfen, aber unser athletischer Kadaverkörper kann das ja nicht. Renn mal nicht so viel, sonst habe ich gleich wieder Hunger. Du hast gerade gesagt, ich soll rennen. Ja, weil die Lophosaurier ankam. Oh, Alter. Das ist ein perverser Survivor, ist das. Ich hab jetzt erstmal 20 Bären gegessen, ey. Ich hab schon wieder kein Fleisch mehr, ne? Ich auch nicht. Doch, eins hab ich noch. Aber ich hab Fleisch zum Braten wieder. Ich auch. Ja, wir können ja die Feuerstelle auch überall machen. Immer dieser Regen, fideralala. Okay, also ich glaube diesmal. Guck mal, hier ist auch eine Schlucht. Wenn wir hier langlaufen, kommen wir da nicht auch hin? Jetzt mal ohne. Nee, ich glaube, wir müssen hier zwischendurch laufen. Das haben wir vor uns ja nicht gemacht. Was hast du?
Ist das ein Tyranno da unten? Wo? Wo ist ein Tyranno? Ist ein Para? Da unten! Ist ein Para? Die Spannung steigt, ich will den T-Rex sehen. Nee, ich glaube der T-Rex ist größer. Das ist ein Kano, der gerade wieder eingejagt ist. Kano, die. Wo bist du? So, lass uns doch mal jetzt hier... Oh, du bist an mir vorbeigelaufen. Ja, ich bin runtergerutscht. Runtergerutscht? Alter, ich hab doch gesagt, da hinten war der Weg. Wir sind wieder verkehrt. Oh, Alter! Genau da! Arg. Aber egal, wir laufen jetzt einfach da lang und dann kommen wir eh schon da runter. Aber du weißt, wenn wir... Wo bist du? Wie? Nein, ja, hier ja, lang laufen. Ja, genau, da hinten müssen wir da, ganz ja, genau, das meinte ich nämlich vorhin. Da müssen wir lang. Oh, oh, stopp! Warte, gerade, viel Philosophie. Sorry. Philosophie, oh, ein Triceratops. Das klingt jetzt aber auch nicht besser. Mach, lass mich doch mal in Ruhe, du scheiß Trizo kaputt. Trizo kaputt, so kurz. Trilophilus. Ein Tridilophus. Wann haben wir komm, beides? Komm, jetzt machen wir das hier nie weiß. Komm, wir müssen in die Schlucht. Wir flitzen in die Schlucht zusammen. Oh, das ist auch was Neues, liebe Leute. Schaut mal. Eine kleine, dreckige Sumpfoase. Und ich hab gekackt. Das ist ein Sumpf. Guck mal, gelbes Wasser. Geil, da eben. Ja, eben. Was? Fremdsprache. Gilmim. Das war Onglisch. Onglisch für Anfänger. Och, wieso? Was ist ja, das muss ich mir nachher nochmal abspielen, wie du es gesagt hast. Was ist yeah. Ja, das musst du, hast du es nicht gehört, oh, ja. Was du gesagt hast. T-Rex? Oh, weg! Wow, wow, wow. Ein Kuckuckfante. Ja, natürlich! Er geht auf mich los. Ja, also, ja, du schmeckst eben nach leckeren Onkelsteak. Mir ist warm, sagt der, weil es regnet und es kühlt ab. Ey, krass, einmal. Ey, geil, das, komm, wir gucken uns an. Triceratops gegen Krokodil! Dann nehme ich den Part. Triceratops gegen Krokodil. nehme ich den Part. Den nenne ich. Mhm. Wer gewinnt? Der mit den Stacheln oder der Krokodil, der so dumm da bewegungslos da rumliegt? Ach, siehst du, das ist ja ein Triceratops. Ich nenne aber die Dinger da hinten Triceratops. Aber das ist ja ein Stegosaurus. Oh. Nee, Quatsch, warte mal, stopp. Darf ich dem Onkel mit dem Steinpicker ins Gesicht schlagen? Warte mal, ich will mal ganz kurz. Ja, willst du noch so ein Kuckuckfand anlocken, oder? Gelbes Wasser. Hast du reingepippt? Bille. Ey, ist kein Witz. Bille. Ich glaube, der Triceratops ist tot. Ja. Ehrlich jetzt? Ja. Krass. Der hat sich aufgelöst. No, jetzt rennt er uns hinterher. Triceratops. Gibt's ja nicht noch einen? Ich hoffe, die rennen nicht so weit. Scheiße! Onkel, lauf, Onkel, tu so, als könntest du laufen. Leck mich doch am Arsch. Arme und Beine ergeben eine rotierende Scheibe. Da rennt immer noch mehr. Alter. Komm, wir müssen die Triceratops suchen. Aber die haben keine Chance. Okay. Da rennt immer noch mehr. Ja, ich renne jetzt da hoch, der haut doch schon irgendwann ab. Ja, da oben sind wir dann. Mir ist hot, sagt er. So ein Cooldown, sagt er. Oh yeah. Okay, ich glaube, wir haben ihn abgehängt. Ich hoffe. Oder? Ja. Boah, geil, was ist das? Wir sind endlich da, Leute, wir sind endlich da im Park. Nee, hier wollten wir gar 22. nicht hin, oder? Doch, klar, wir wollten zu dem komischen Beamer da hin. Jo, stimmt. Und ich muss dich enttäuschen. An dem scheiß Beamer kann man. Doch! Ui! Alter, da steht was. Use the Summon the Bootmother. Min Survivor Level Equipment 5. Da steht irgendwas. Da stehen die Dinos. Megalon Tooth, Tyrannosaurus. Ah, Rexam. Da kannst du diese. Oh, ich. Das, was? Das ist ein Set. Ach, hier kannst du deine Dings reintun, oder? Seine. Hier kannst du. Mann. Sieht aus wie ein. Komm es drauf. Deine Trophäen. Ah, Trophäen. Reintun. Ah, vielleicht kriegst du dann was. Das brauchst du alles. Guck, den Megalodon-Zahn 8 Stück, ja. Den Tyrannosaurus-Arm 4 Stück. Ah, cool. Und dann kriegst du hier irgendwas, wenn du hier drin bist. Geil. Das ist wirklich faszinierend. Wow! Shit! Ich hab grad ein Problem gemacht. Ich bin nämlich gerade fast ins Nix gesprungen.
Aber Onkel, ich komme nicht mehr zurück zu dir. Ja, ich weiß nicht, wo du bist. Hier, runter. Geh mal von da, wo du jetzt bist. von der Mitte aus gerade runter bis zur Klippe. Und so, dass ich bin unten auf so einen Stein drauf. Warum fällst du, warum klippst du da runter? Ich wollte gucken, was da ist, und da bin ich runtergefallen. Ja, wir müssen eh hier lang. Das ist eine schöne Ausrede jetzt. Irgendwas muss ich ja sagen. Kommst du? Nee. Hm. Ich weiß doch nicht mal, wo du bist. Onkel, geh doch einfach mal am Rand. Einfach gerade gegenüber, gerade gegenüber. Da, wo mein Schild ist. Da, wo mein Schild ist, genau da unten bin ich. Tatsächlich, mein Schild lebt noch. Liebe Leute, mein Schild lebt. It's a final countdown. Ja, und da unten warst du vor uns. Da unten ist ein scheiß Nest. Sie ist da, ich seh dich. Hallo. Ja, da bist du. Komm runter. Oh. Nee. Wo bist du? Du bist doch runtergesprungen jetzt. Nee. Sag grad so, als wärst du unten. Ja, komm runter. Nein. Ja, wir müssen noch weiterkommen. Guck, hier kann ich dann runterlaufen. Das ist der Weg. Das ist der Weg. Das ist der Weg. Cool, wir waren da und haben nichts erlebt. Ach doch, wir haben rausgefunden, dass wir da drin alles gut. Ja, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob wir runter oder hoch müssen. Ah, da hinten geht's raus. Gehen wir da raus. Ja, wir können ja mal schauen, was wir jetzt noch finden. Wir haben auf jeden Fall, müssen wir jetzt Trophäen jagen. Und nee, die müssen wir nicht. Wir müssen uns erstmal ein Lager bauen. Wir können ja, okay. Trophäen jo, jagen. Ja, ich würde sagen, sind. Ab dem nächsten Part bauen wir uns doch ein Baumhaus, oder? Irgendwo am Wasser. Ja, jetzt suchen wir uns erstmal eine schöne Niederlassung. Ja, natürlich. Meine ich ja. Und dann würde ich auch gerne... Was ist denn das? Ein Raptor, komm weg. Zwei Stück sogar. Das sind die, die uns vorhin getötet haben. Tötet. Oh, guck mal hier, wollen ja. Wir doch nicht. Oh, die kämpfen mal wieder. Guck mal, wenn du hier runter guckst. Hm. Hier unten stand ja. Ich vor uns drin und hab die Raptoren da unten zerlegt. Hier, wo du die Bäumchen da unten siehst. Hey. Da bin ich, brauchte Wasser und dann bin ich da hinten runter. Weißt du, was auch geil ist, wenn wir da unten bauen? Weil da sind wir sicher, wir sind mitten im Raptorennest und da kommt da keiner. Da unten ist das Raptorennest. Ja, da kommt doch keine Sau hin, um uns zu suchen. Ja, aber wir haben auch mit Raptoren zu tun. Ja, ab und zu mal einen töten wir dann, aber wir sind ja in unserem Haus. Nein, machen wir dann die Tür zu. Ich denke ja, dass die vorher anklopfen, wenn sie kommen. Was war das? Ich hab meinen Dampf aufgeschmissen. Ach so. Der Onkel, der wird auch zum Raptor mal wieder hier. Wow, eine Oase da unten, da können wir gucken, ob wir was bauen können, okay? Ach, da ist der wieder so, da wir Sachen bauen und da will er gleich am nächsten Ort bauen. Nee, nur gucken. Ganz ruhig. Das ist mir ja zu gefährlich, das ist alles so Gebiet von Fleischfressern. Das ist einfach zu gefährlich. Da ist noch ein Wasserfall. Nein! Was ist? Mein Cooked Meat ist weg. Achso. Mann, musst du mich so erschrecken, ey? Ich hab gedacht, da kommt ein Kano oder ein T-Rex oder ein B-Rex. Mir geht das auf den Sack hier, ich hab kein Essen. Ja, dann Bären jagen. Jag die Bäre, komm, die rennt auch weg. Ah, guck mal, du hast mal erzählt, da unten, es gibt nur einen Langhals, da hinten sind noch mehr. Langhals? Da, Tyrannosaurus! Nein, wo? Jetzt aber, oder? Das ist aber einer diesmal. Da, da drüben. Yo! Meine lieben Damen und Herren, ein Tyrannosaurus Rex und Raptoren. Boah, da gibt bestimmt voll das Gemetzel. Und hier wolltest du dein Lager aufbauen, du hast ja nicht mehr alle. Mit einem Nest vom T-Rex. Boah, da hinten sind eine Langhaarherzhorde. Boah, hier ist. Boah, guck mal. Boah, jetzt bin ich im Fernglas. Ab welchem Level kann ich das scheiß Ding bauen? Ich flippe hier aus, ich bin im Fernglas. Guck mal. Boah, ich will jetzt auf jeden Fall ein bisschen T-Rex beobachten. Das ist gerade für die Leute das Highlight, T-Rex. Den nenne ich auch. Das ist für dich das Highlight, ja, sicher. Ich. Ey, was machst du denn da? Da ist ein T-Rex. Sammel Bären, ich hab Hunger. Da frisst ein T-Rex alle auf und der sitzt da und sammelt seine Bären in Ruhe. Ach, bloß weil du ein Freak von dem komischen Vieh bist. Du kannst ja auch, wenn du. Da ist doch nicht immer ein T-Rex, der ist weg, der ist unter Wasser. Ach nee, da hinten, nee, das ist ein Kano da drin. Ja, die kämpfen. Kano und ein Skorpion sind da drin. Ja, vielleicht haben die den T-Rex gefressen. Ich bin mal der gespannt, T-Rex wann der Spinosaurus kommt. Siehst du irgendwo den T-Rex? Ich nicht. Nee, ich bin am Sammeln.
weil ich... Ach so, direkt, du bist Bären. Ja, wenn du jetzt nicht mehr guckst, dann brauch ich auch nicht gucken. Und ich muss auch ein paar Bären haben, weil ich sonst sterbe. Was bringt mir das, wenn ich nichts zu essen hab und dann zugucke und dann sterbe, weil ich verhungere? Aber ich muss jetzt gleich ins Wasser. Also der Tyrannosaurus ist weg? Wo bist denn du? Ohne Scheiß, der ist weg. Da war doch gerade ein Tyrannosaurus. Ja, den habe ich auch gesehen. Den habe ich im Video. Ich habe ja, du bist. Der du ist bist noch da, Punkt. Der ist noch da. Der kämpft da hinten. Alter, da hinten geht's richtig ab. Es ist kein Scheiß. Da ist alles. Krokodile, T-Rex, Langhälse, die irgendwie in der Wand verbuggt sind. Krokodile, die von Raptoren gefressen werden. Boah, der T-Rex ist ja voll klein im Gegensatz zu dem Langhals. Komm mal her. Ach, da, ja, ist er hingebackt. Komm, wir gehen mal oben drauf. Dann können wir von dem Berg gucken. Komm mal mit, bitte. Hier lang. Mal eben was trinken. Philosophosaurus. Philopho? Boah, man hat gerade getrunken, ey. Wie ein Geier. So, ein paar Bären reingedrückt hier. Kann ich wieder Verstopfung, habe ich dann. Warte mal, du tust hier ein übelstes Raptorengebiet rein, ey. Dilophosaurier-Gebiet. Aber ich glaube, die gehören auch zur Klasse Raptor, also von daher. Lass ich dich mit dieser Aussage weiterleben. Nee, keine Ahnung, kannst du Echse sagen oder Godzilla oder. Ey, lass uns mal genau. Da lang. Boah, ich würde gerne so jetzt so einen T-Rex mit dem Fernglas beobachten. Ich frage mich, ob es hier mehrere T-Rex gibt, weil ich habe das jetzt immer nur ganz selten und einen einzigen nur gesehen. Ja, die sind eigentlich auch eine Familie. Es ist ja seit dem Jurassic Park 2 hat man ja auch immer eine Familie gesehen. Im ersten war es halt einer, weil sie nur einen gezüchtet haben. Aber normal sind die ja auch Familienmenschen. Familiendinos. Hä? T-Rex ist weg. Ach nee, da steht da unten. Mal gleich, ich sehe schon, komm, gleich kommt das mit weg, der weggepackt. Was? Nein, wo ist der? Hinter dem Langhals. Ja, boah, ist der klein, ne? Ach, der greift den an. Der greift den Langhals an. Der versucht in seinen Popo, in seinen Arsch reinzukrabbeln, guck mal. Der ist schon drin. Ich will in deinen Popo. Lass mich rein. Ich sehe mich aber schon runterfallen. Der will sich paaren, das ist ein langer T-Rex dann. Boah, der schnappt echt auf den, krass. Was, stell dir mal vor, wir können gleich, der lässt die Leiche so liegen und wir können so einen Langhals ausnehmen. Da hast du bestimmt 300 Hide oder so. Ey, der fällt um. Der Langhals fällt um. Der Hals ist umgeknickt. Der frisst einen Langhals. Ein Tyrannosaurus hat den Langhals gefressen und hier schauen wir zu. Ja, aber der ist auch gleich wieder weg, der Langhals. Pass auf, du fällst runter, Junge. Oh. Ich wäre direkt ins Maul gefallen von dem Vieh. Du kommst ja dann mal runter, du kommst ja dann mal zu dem Langhals auszunehmen, weil da unten ist noch ein Kanu und ein T-Rex und ein. Ja, aber eigentlich habe ich. Oh! Eigentlich habe ich keine Angst. Wo bist du? Komm, wir gucken zu noch ein bisschen. Ich stehe hier vorne am Felsen, du Nase. Das so? Großer Meister. Ich guck den Tyranno zu da. Oh, da kommt der Langhals-Papa, jetzt ist vorbei. Guck mal, der rennt schon geschwind, du. Guck, jetzt hat er aufgefressen. Hat der schnell gegessen, ey. Der hat Hunger, der Junge, der ist. Der redet am Rad. Der ist hier stoned. Guck mal, ey, der kämpft richtig, der Langhals. Der hat ihm mit seinem langen Hals eine verpasst, ey. Das sieht doch trotzdem ulkig aus, wie nee, das, das rumbackt. Boah, ich glaube, der haut uns gleich mit seinem langen Hals. Boah, Alter, muss aufpassen. Das ist der Trick. Der geht immer in seinen Arschloch rein. Der weiß die Schwachstelle von dem Langhals. Ich kann nichts mehr sehen. Die Berge sind im Weg. Wer hat den noch gekillt? Echt? Boah, krass. Ja. Aber ist normalerweise ist ja, das ist halt Spiel halt. Normalerweise frisst ein T-Rex nicht so viel. Also, das weiß der Ivano natürlich. Ja, natürlich, ich war in der. Da hat eine Züchtung. Ah! Du Idiot! Wieso machst du sowas? Ey, du lebst noch, oder? Du bist doch runtergefallen. Nein, ich bin oben. Das leckt dir übelst rum. Oh, ich hoffe, du bist oben noch. Weil ich glaube, ich bin oben. Weil bei mir sieht das so aus, als wärst du unten. Wo bist du? Ich bin hier auf dem Felsen, Mann. Ich sehe dich nicht. Bei mir wirst du unten angezeigt. Ich glaube, jetzt näher ans Geschehen ran. Bin ich unten? Onkel, du bist weg.
Ich bin hier oben auf dem Felsen, Mann. Ach, da! Okay, aber ihr habt's. Ja, guck mal ein Video, dann siehst du, dass du runtergesprungen bist. Ich stand die ganze Zeit neben dir und jetzt bin ich gerade mal vorgelaufen. Jetzt kommst du mir an. Ach, hier stehst du. Ach, jetzt sehe ich den T-Rex, jo. Boah, ist der hübsch. Wahnsinn. Kann man den eben zähmen? Guck mal, der Kleine! Der frisst den Dilophos. Geil. Jetzt müssten die echt noch die Spezialeffekte einbauen, dass der dann so im Maul drin ist bei dem, weißt du? Dass er den so hochschleudert und so. Weil der haut halt, er beißt halt noch in die Luft. Aber da können sie ja noch ein bisschen dran arbeiten. Sonst schreibe ich dir eine Post. Arbeitet bitte besser an den Dino-Kampf. Oh, du musst mich jetzt beschützen. Warum? Ich hab Bären gegessen. Der T-Rex hat Kurs genommen, glaube ich, auf uns. Nee. Ja, das machst du, wenn ich ohnmächtig bin, kommst du auf einmal mit dem T-Rex, der hat Kurs auf uns genommen. Wenn ich mich nicht mehr bewegen kann. Wo bist du denn? Alter, was ist denn das hier? Knallt ihr so? Ich lieg hier rum, ach, hast du schon gesagt. Dali. Was hast du? Hier, da. Guck mal, der T-Rex, der versucht den Berg hochzuklettern, der mag uns. Mal gucken, wie der aussieht. Geil, oder? Warte mal, ich habe ja so eine Schleuder. Wenn ich den jetzt die Schleuder gegen den schieße, ja, vielleicht kann ich den töten. Da lacht er, das ist mein Ernst. Oh ne, da fehlt mir was. Mir fehlt Einheit, hast du Einheit? Guck mal, Einheit brauche ich, da kann ich die Schleuder bauen. Ich hab dir vorhin so viel gegeben. Boah, guck mal, wie der da steht. Ich versuche den jetzt zu töten. Boah, das wäre ja geiler Part. T-Rex-Trophäe im Sack. Na, der T-Rex hat, der hat einen Anfall. Der hängt im Baum drin. Ich glaube aber, dass ich gar nicht so viel Stein habe, um den zu töten. Weil ich muss ja mit Steinen auf den schießen. Hast du jetzt einen Halt? Ja. Immer her damit. Mr. Hightower. Boah, der grunzt voll, der Sack. Boah, guckt euch das an. Den T-Rex, den klatsche ich jetzt weg. Ich werde ihn aus dem Leben nehmen. Schaffen wir es eigentlich noch in dem Part oder müssen wir hier einen Cut machen und töten ihn dann? Wir müssen schon einen Cut machen. Was? Wir müssen einen Cut machen. Okay, dann töten wir ihn im nächsten Part, wenn er noch da ist. Genau, dann kann er mal probieren zu töten. So, liebe Freunde, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich muss jetzt schnell machen, weil ich habe Angst, dass der Dino dann abhaut. Und wenn der jetzt, deswegen müssen wir jetzt fix machen. Wir sehen uns dann morgen wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn nicht, dann eben nicht. Und ja, Abo könnt ihr auch da lassen, wenn ihr Bock habt. Und das war's. Wir sind raus von Ark. Ciao. Ciao.